Unsere Ordensgemeinschaft wurde im Jahre 1855 in Pirmasens von dem damaligen Pfarrer Dr. Paul Josef Nardini gegründet. Nardini selbst war ein uneheliches Kind und vermisste das Familienleben sehr. Nardini war 3 Jahre zuvor in die Schuhmacherstadt nach Pirmasens gekommen und fand von Anfang an das Leid und die Not in den Familien vor. Die Kinder hungrig und zum Teil verwahrlost. Die alten und kranken Menschen waren ganz auf sich alleine gestellt. Diese materielle und geistige Not erschütterte Nardini bis ins Innerste. Deshalb suchte er Frauen, die bereit waren, mit ihm gegen diese materielle und geistige Not anzugehen. Und er fand erstaunlich schnell viele Frauen, die bereit waren, ihm dabei zu helfen. Nardini gab dieser Frauengemeinschaft den Namen Arme Franziskanerinnen von der Heiligen Familie. Bereits 14 Jahre später zogen die Schwestern von Pirmasens nach Mallersdorf um. Seitdem sind wir bekannt als Mallersdorfer Schwestern in der Bevölkerung. This flag.